Ich grüße euch, willkommen zurück zu Star Fox Zero. Wie ihr vielleicht seht, habe ich wieder das Level Aqua Rosa gespielt, wo man gegen diese Unterwasserstation kämpfen muss, die so halbwegs im Wasser hängt. Mit den ganzen bösen Lasern und, naja, ich habe es gespielt, um halt zum, den anderen Pfad zu bekommen, den man nehmen kann. Hat man ja im letzten Part gesehen, man kann da zwei Wege gehen, einmal Zonis und einmal Area 3. Und, ich bin bestimmt 10-mal gestorben. Aber dann, als ich geschafft habe, dann war es ein Rekord. Ja, nee, ist klar. Weiter geht's. Führe Primärmission fort. Jo, wissen wir, wohin geht's aber. Das können wir jetzt wahrscheinlich aussuchen, hoffentlich. Dann würde ich nämlich Area 3 nehmen, auf jeden Fall. Denn ich möchte wissen... Ja. Entweder Zonis oder Area 3. Denn ich möchte wissen, wie es hier im alternativen Gang aussieht. Im Normalen muss man gegen Pigma und so weiter kämpfen und das war nervig. Die ganzen schweinischen Witze, die da rauskommen. Ha. Ha. Ja. So in der Art. Wow. Wo bin ich? Das ist die Kolonie. Und ich stehe scheinbar gerade unter... Du, denn nicht, du kannst die Pläne von Onkel Alkos vereiteln. Ach Gott, der Affe. Hab ich schon gefragt, der kam mir nie vor. Der Kollege. Hey, du. Ist das eine freie Mission oder habe ich einen bestimmten Weg, den ich fliegen muss? Nee, ja doch, ich habe einen bestimmten Weg. Okay. Das ist anders. Mach dein Testament. Ich kann ihm gar nichts anhaben. Das ist nicht so cool. Aber die hauen ja alles kaputt. Passiert das hier bevor die die Gigarilla bekommen oder währenddessen oder danach? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage eigentlich. Hey du. Du bist des Todes. Ja, halt die Klappe, du Affe. Oh, da unten ist was. Hallo. Na? Du gehörst mir. Ah, kämpfen wir jetzt gegen ihn, gegen den Affen. Ich weiß nicht mal, wie der heißt, das ist das Doofe. Oh, wir fliegen sogar hier rein. Ach was. Erzittere, du kämpfst wie ein Bauer. Hab ich schon gebracht, oder? Aber es passt ganz gut. Boah, es ist ziemlich eng hier drin. Unten lang. Das müsste ein wirklicher... Ah, das ist hart hier drin. Meine Güte, hier kommt aber echt viel Scheiße raus. Kriegt da nichts ab? Mission abgeschlossen. Was? Das ging schnell. Chaos in der Kolonie. 200 Punkte. Wow. Eine Menge abzuschießen. Was hatte Andrew hier draußen zu suchen? General Pepper ruft zur Krisensitzung in Sektor Beta. Bitte unverzüglich zum vorgesehenen Treffpunkt aufbrechen. Ha. Huh. Krisensitzung. Ha. Huh. Interessant. Und nun? Gibt es jetzt ein zweites Portal? Nö. Ah, das Asteroidenfeld. Genau da wollte ich hin. Haha. Passt doch. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Es muss noch einen Weg geben durchs Asteroidenfeld. Denn, schauen wir auf die Karte. Die sind ja nicht ohne Grund da. Deswegen gehen wir direkt hinein und schauen mal nach, was wir so zu tun bekommen. Trügerische Rüte. Rüte? Rute. Oh nein. Die schnellste Route zum Ziel führt direkt durch ein Asteroidenfeld. Bitte Great Fox Geleitschutz geben. Alles klar. Überlass das mir. Ach, wie nett. Muss ich die Felsen abschießen? Ich muss die Felsen abschießen, ne? Natürlich.
Feuer. Ah, ich muss ganz dringend aufs Gamepad schauen. Holy shit, das ist eine Menge. Ah, der trifft. Brain Fox wurde getroffen. Feuer. Ich sehe nichts. Ich sehe die ganzen Felsen gar nicht so wirklich. Brain Fox wurde getroffen. Oh ja. Da kommt eine Menge hintereinander, ey. Ah, ich kann auch so anvisieren. Ey, ich krieg euch alle. Ich mache kaputt. Ach du meine Güte. Feuer. Trümmerteile, ganz viele Trümmerteile. Brain Fox von Feind geortet. Was? Von Feind? Wo sind die Feinde? Da! Wo sind die Feinde? Ich sehe keine. Achso, ich kann da rumfliegen oder wie? Brain Fox wurde getroffen. Ja, da sind ein paar Feinde, ich sehe schon. Also nicht wirklich, aber ich sehe da was. Ich kann ja Vollgas geben, aber es bringt gar nichts. Hey, da ist was, was ich einsammeln will. Dankeschön. Rakete nähert sich. Rakete. Brain Fox wurde getroffen. 9 Punkte gibt das, wenn man die abschießt. Ach du meine Güte. Warum genau sind da Bomben drauf? Das frage ich mich gerade. Aua! Aua! Oh, der hat mir meine Dinge geklaut. Neue Angriffskörper geortet. Angriffskörper, wo? Das ist ein unschönes Kapitel, mag ich mal sagen. Angriffsdrohnen auf der Schiffshülle. Kapitel Hilfe. Drohnen? Na super. Ich habe gelernt, stehen bleiben und abschießen die Dinger. Mailbox ist schwer beschädigt. Neue Angriffskörper geortet. Da muss was auf der Seite sein, oder? Ich komme hier nicht vorbei an den Typen. Schon wieder neue Drohnen? Das gibt's doch gar nicht. Noch mehr? Da hinten ist keiner mehr, da muss ich vorne rum. Oh, und ich häng fest. Na super. Na, wo sind die ganzen Dinger? Da unten. Hallo? Das sind ja ganz schön viele. Oh, ich hab keiner eingeladen auf unserem Schiff. Dankeschön. Gut. Alle Angriffsdrohnen eliminiert. Brain Fox ist sicher. Boah, ey. Asteroidenfeld erfolgreich passiert. Ach, so ein Mist. 5 Punkte? Ach, ist doch ärgerlich, ey. Das ist gemein und ärgerlich. Bitte zur Front vorrücken. Das müssten jetzt aber alle Punkte gewesen sein, die man betreten kann. Denke ich. Und noch mehr Starwolf. Einmal Alpha und einmal da hinten auf Fortuna. Im Sektor Beta gibt es noch eine Möglichkeit, wie ich gehört habe, wie man gewinnen kann, ohne dass man nach Titania kommt. Und zwar, wenn man Peppy nicht verrecken lässt gegen Starwolf, dann soll man anscheinend
direkt nach Fortuna kommen. Ich glaube, das kann ich mal versuchen zu finden. Wenn ich auf den Arcade-Modus gehe, dann komme ich ja direkt auch zu einer Liste mit den ganzen Wegen, die man so gehen kann. So, schauen wir mal. Also, der normale Weg. Ja, das ist... Ja. Wenn man in Sektor... Gehen wir vom Start ein nach unten. Da sieht man dann Aqua Rosa. Dann sieht man da unseren schönen... wer ist das noch gleich? Was wir vorhin gemacht haben. Oder davor. Ach, wer ist das? Area 3. Die Kolonie. Dann kommt da das Asteroidenfeld. Und danach kommt Sektor Beta. Dann kann man nach oben gehen. Und sieht direkt, man kommt nach Titania. Und von dort aus kann man direkt weitergehen. Oder nochmal zum Raumschiff. Moment, das scheint noch ein anderes Schiff zu sein. Das ist so merkwürdig. Das ist äußerst merkwürdig. Warum ist da noch ein anderes Schiff? Oder ist es das Schiff, was ich denke, was es ist? Das da vorne. Also das da drunter, meine ich. Schauen wir mal kurz. Nee, die Salvadora ist das nicht, oder? Hm. Interessant. Schauen wir mal hier auf die Rekorde. Dann Satellitenmission 1, Satellitenmission 2, Asteroidenfeld, Salvadora. Und da fehlen uns noch drei Stück. Das müssten die drei Star-Wolf-Typen sein. Eventuell. Ha. Ich gehe mal kurz nach Sektor Beta. Und schau, ob ich das nicht schaffen kann, ohne dass Peppy drauf geht. Mein Pepper. Ja, ja, alles klar, alles klar. Mal schauen. Vielleicht kriegt's ja hin oder so. Ja, mich würde es irgendwie freuen. Lass den Blödsinn, Fox! Ja, ich weiß. Er ist aber schwer zu treffen, der Typ. Das muss ich dem lassen, der ist echt schwer zu treffen. Hi. Ah, der hat mich gerammt. Da unten war er. Wo ist er hin? Da vorne. Konzentration, Fox! Ich hab ihn ja gleich. Ich hab ihn gleich. Hab ich ihn. Ich? Und verlieren? Mission erfüllt. Jawohl. Richtig gut. Statusbericht. Du bist der allergrößte Fox. Ha, die werden erstmal ihre Wunden lecken. Bald wirst du sogar deinen Vater übertreffen, Fox. So. Das war... Gold. Haha, sehr gut. Hui. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Dabei habe ich ganz viele Gegner ausgelassen, die ich eigentlich hätte besiegen können. Und das müsste jetzt der alternative Weg sein. Beziehungsweise der... Ja doch, alternative Weg. Direkt nach Titania. Fünfte Medaille gesammelt. Neue Mission ist verfügbar. Ja, super. Toll. So, mal schauen. Also. Der richtige Weg ist der hier, der hier, der hier, der hier. Da, da. Also hier unten. Und hier unten gibt es noch ein Portal. Das Portal werde ich noch finden müssen. Wohin das führt, das würde ich gerne mal wissen. Wohin führt dieses Portal? Ach, was weiß ich. Aber ich bin erstmal raus. Ich werde mir mal anschauen müssen, wie das genau läuft. Und wenn dann noch was kommen sollte, etwas Neues, dann hören wir uns im nächsten Part. Ansonsten bin ich erstmal komplett raus. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage ciao, ciao.